Ofenkäse. Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Eigentlich wollte ich heute gar kein Video mehr machen, weil das gestern ja ein Stream war, der nicht wirklich viel Interessantes zu besprechen beinhaltet hat. Aber dann macht unser Lieblingsstreamer doch tatsächlich heute Mittag noch einen Mittagsstream, der zu 99% aus nichts Interessantem besteht. Eigentlich so wie der gestrige Stream, er hört halt Musik und bedankt sich für die Spenden. Also ungelogen, das sind wirklich 99% des Streams gewesen. Aber in einer Szene hat er den lieben Ufi mal wieder erwähnt und auch ein paar andere Leute auf YouTube angesprochen, die über ihn berichten. Und das wollen wir uns mal kurz anschauen, denn das geht jetzt nun richtig los, meine Freunde. Wir hören mal rein. Ach übrigens, ich habe eine kleine Nachricht an Ofi und die ganzen Restreamer. Tut mir den Gefallen und verbreitet mich weiter, dass meine Reichweite wächst. Dankeschön. Ja, und was hören wir da? Also erstmal werde ich mit den Restreamern in einen Topf geworfen, obwohl ich nie einen Restream vom Drachenlord gemacht habe. Aber hey, alles gut. Aber was wir hier jetzt gerade gehört haben, ist ein Freifahrtschein vom Drachenlord. Er ist vollkommen fein damit, dass ich meine Videos so mache, wie ich sie halt mache. Und ich soll sie auch weitermachen. So wie die anderen Leute, die er auf YouTube anspricht, auch. Und wisst ihr, was das heißt? Wenn YouTube das nächste Mal zu mir kommt und sagt, hey, hey, Ufi, du verbreitest ja Hasssprech gegen den Drachenlord, dann kann ich sagen, nee, der Drachenlord möchte das ja. Es ist sein Wunsch, dass ich meine Videos so über ihn weitermache. Natürlich beleidige ich ihn ja eh nicht und habe das auch nicht vor, aber YouTube ist in letzter Zeit sehr, sehr kleinlich geworden, was Kritik angeht, und im Grunde wird alles, was zum Thema Drachenlord hochgeladen wird, als Mobbing angesehen. Hier können wir aber sehen, ein Mobbing-Opfer würde ja nicht wollen, dass die Mobber weitermachen. Daher, liebe YouTube-Prüfer, ein wichtiges Video hier auch für euch. Es ist kein Hate Speech oder Mobbing, was ich auf meinem Kanal betreibe und auch nicht, was die anderen Leute über den Drachenlord auf YouTube hochladen. Also, liebe Restreamer, Reactor, Content Creator, Meme-Ersteller und Musiker, der Drachenlord möchte, dass wir weitermachen. Da sagen wir doch nicht nein, oder? Das nur mal als ganz kurzes Update zum Drachenlord, der versucht mit umgekehrter Psychologie hier ein paar Tricks auszuspielen. Und ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und morgen geht's dann vermutlich wieder ganz normal hier mit meinen Videos weiter. Er hat ja schon angekündigt, heute Abend vielleicht wieder Schach zu spielen mit Yusef. Das könnte dann ein wenig interessanter werden. Hoffen wir mal das Beste. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Donnerstag und bis zum nächsten Video sage ich, Metal auf, meine Freunde!